Hallöchen, liebe Freunde, und willkommen zurück zu Wario-Land 2 mit Wishmops. Heute spielen wir hier bei der Uncanny Mansion weiter. Und zwar die Story 3, The Way to the Open Door. Okay, The Way to the Open Door. Was haben wir denn hier? Okay. Also wir haben schon mal geschlossene Türen. Suchen wir aber wahrscheinlich nicht. Oh, und wir haben eine offene, und zwar die Nummer 5. Einfach mal hier an den Wänden, ob da noch irgendwas ist. So, nee, sieht nicht so aus. Gut, gucken wir einfach mal. Oh, hier ist der Ausgang. Entschuldigung, ich musste niesen. Aber schon mal gut, also in der Nummer 5 ist auch der Ausgang. Allerdings kommen wir da noch nicht ran, weil wir diese Blöcke hier verschieben müssten. Also es bringt hier nichts. Ich kann auch nicht im Springen eine Tür betreten. Das heißt, oh, jetzt öffnet sich Tür Nummer 4. Das ist ja Magic und so. Irgendwie. Mann. Okay. Dann gehen wir halt in die Tür Nummer 4. Und da ist ein Pfeil, der weist uns die Richtung nach unten. Aber ich werde trotzdem erstmal hier oben gucken. Ich halte mich nicht an Regeln und so. Wo sind wir denn hier? So. Lass mal den hier wegkicken. Hier ist auch, seht ihr schon, das ist hier auch beweglich. Also diese Blöcke sind verschiebbar. Die Frage ist nur, was man dazu machen soll. Hm. Okay. Ich weiß nicht, gehe ich nochmal den Weg, den der mir angezeigt hat? Ich weiß es nicht so genau. Er hat ja den Weg hier nach unten gewiesen. Okay, ist eigentlich scheißegal. Ich werde wieder rausgehen. Jo. Hüpfen wir zurück. So, und jetzt müsste eigentlich wieder eine Tür offen sein. Jetzt ist wieder Tür Nummer 5 offen. Was bringt das? Nix bringt das. Ah, und Tür Nummer 1 ist auch offen. Obwohl, ich will mal schauen, ob... Oh, jetzt ist Tür 1 wieder zu. Warum? Oh, Mann. Tür Nummer 3. Dann halt erst Nummer 3. Ist mir auch recht. Aber hier, die Dinger sind fies. I don't like them. So. Oh, und hier können wir große Münzen sammeln, wenn wir einen Schalter finden würden. Erstmal die Tür benutzen. Oh, Schatzzimmer. Aber selbe Situation wie vor im vorigen Level. Wir brauchen erstmal genug Münzen, um hier spielfähig zu werden. Deswegen gucke ich, ob ich hier noch... Hier ist doch schon mal was. Das sieht gut aus. Jetzt brauchen wir noch 14 Stück. Kriegen wir auf jeden Fall zusammen. Ja, hier sind auch noch große Münzen. Und schon haben wir das Geld zusammen für ein lustiges Spiel. So. Alles Klärchen, Bärchen. So, spielen wir. Karten werden gemischt und wir spielen auf normal. So, was kommt diesmal? Oh, der Maulwurf. Den mag ich nicht so besonders bei dem Spiel. Aber müssen wir durch. Ja, habt gesehen. Yay. Das war jetzt ein bisschen genuschelt, ne? Hab's gesehen, wollte ich sagen. So. Oh, is this a wine glass? I think so. I'm not sure. So, zurück. Wo waren wir denn jetzt noch nicht? Waren wir schon in der 4 waren wir schon, ja? Jetzt ist die 5 wieder offen. Eigentlich bräuchten wir ja nur ein Zimmer, wo so ein komischer Schalter ist, ne? 4 war ich schon. Wo war ich denn noch nicht? In der 2 und irgendwo war ich auch noch nicht. Wo ich dann wieder rausgegangen bin. War ich in der 1 war ich auch schon, ne? Ah, nee. So, jetzt bin ich erstmal ein Zombie. Ist auch ganz nett. Hier gibt es viele Münzen zum Farmen. Nice. Das wird lustig. Münzen kann ich immer gebrauchen. So, wo ist denn hier das lustige Licht, damit ich wieder normal werde? Wobei, bei den Viechern hier ist es ganz nützlich als Zombie. Sonst muss ich hier ewig warten, bis ich durch kann.
Und hier ist wieder so ein Raum, wo ich nicht durch kann ohne Schalter. Das ist doch Mist. Hier komme ich wieder nicht durch. Und dahinter sind Münzen. Das finde ich dann schon leicht gemein. Mann. So, dann halt nicht. Es leckt. Tut mir leid. So. Und jetzt? In der 3 war ich ja auch schon. Da habe ich das Schatzzimmer gehabt. War da noch was anderes? Weiß es nicht mehr. Hier waren ja auch nur Münzen. In der 2 waren wir noch nicht, ne? Ja, die 2, da hoffe ich, dass da das Schalterli ist. Zombie! I'm a Zombie! Ich mag die Geister nicht. Die sind doof. Und oh nein. Don't do this to me. I'm gonna kill you so badly. Ich glaube, hier kann man gar nicht durch, oder? So auf normalem Wege. Muss ich mich wahrscheinlich einfach ein bisschen mobben lassen. Da ist das Schalterli. Yay! Das ist toll. Bin froh und glücklich und so. Jetzt könnten wir eigentlich nochmal in alle anderen Räume rein und mal gucken, was jetzt freigelegt worden ist, so an Münzen und so. Hier unten war ja auch was, ne? Ja, genau. Hier unten kann man sich die Münzen holen. Gut, die oben könnte ich mir auch noch holen, aber muss jetzt nicht unbedingt sein. So. Dann gucken wir weiter. So, ein bisschen farmen möchte ich jetzt nämlich gerne noch. Jetzt ist die 1 noch offen. Also wir müssen uns jetzt merken, ne? Waren wir jetzt in der 4? Egal. Ich mache einfach noch das hier. Oh. Bitte mach mich zum Zombie. Mache einfach noch den Raum hier und dann versuchen wir wieder in die 5 reinzukommen, weil hier waren eigentlich noch die meisten Münzen zu holen. Also die hätte ich schon noch gerne. Ansonsten gibt es da in den anderen Räumen auch noch vereinzelt Münzen. Aber ich weiß nicht. Ich würde jetzt den Rahmen sprengen. Boom, boom. Klack. Aber hier, da kann ich nicht dran vorbeilaufen. Das geht nicht. So, da bin ich viel zu geizig dazu. So, wir werden wieder normal. Und können uns hier noch das ganze Zeug schnappen. So, sehr schön. Gut, so viel waren es jetzt doch nicht. Ich habe irgendwie, sah das mehr aus, als es im Endeffekt war, aber egal, hat sich trotzdem gelohnt. So. Gehen wir zurück und jetzt, oh nein, nicht schon wieder. Hier oben war noch ein Licht, ne? Ja, Gott sei Dank. Das wäre jetzt nervig gewesen, erst wieder runterzulaufen und so. So, jetzt hoffe ich, dass wir irgendwie hier die 5 wieder freilegen. Da gehe ich einfach jetzt mal hier so bunt durch. Bei der 4. Jetzt. Jetzt haben wir die 5. Und ich kicke diesen lustigen Affen weg. Und wir haben es geschafft. Yay! Awesome! Total toll. Und ja, nicht ganz über 1000 gekommen. Egal. Trotzdem immer noch mehr als genug für das Spiel hier. So, Concentration, Concentration. Los geht's. Oh, es kann eigentlich nur 7 oder 0. Kann nur die 0 sein. Ja, schon wieder. War doch beim letzten Mal erst, ne? Wie unkreativ. Egal. So. Ja, man kann auch langsam so ein bisschen was erkennen auf der Karte. Boah, jetzt habe ich schon verraten. Das ist eine Karte. Egal. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht.